Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für körperliche und mentale Gesundheit. Mein Name ist Margit Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. In der heutigen Podcast-Episode teile ich mit dir einen Ausschnitt aus der Bewegungsgruppe. Die Bewegungsgruppe ist meine Antwort auf Gruppentraining, das jeden Montag und Donnerstag stattfindet. In der Bewegungseinheit bekommst du jedes Mal eine Erwärmung, einen themenspezifischen Hauptteil, wo es um Kräftigung, um Mobilisierung, um sämtliche Themen, die dich letztendlich bewegen. Darauf folgt ein Cooldown und zum Abschluss eine Meditation. Und genau so eine Meditation teile ich heute mit dir. Und du darfst es dir jetzt so richtig bequem machen. Lege dich dafür auf eine Matte, auf dein Bett oder deine Couch oder setz dich aufrecht hin. Wichtig, wenn du sitzen möchtest und du hast Herausforderungen mit deinem Rücken, dann nimm dir ein paar Kissen und polster dir den Rücken aus. Sei es dir selbst wert, dass es dir so richtig gut geht, um dich voll und ganz auf meine Worte zu fokussieren und dich fallen zu lassen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Meditation. Und ich lade dich ein, dass du einen ganz tiefen Atemzug in dich hineinnimmst und dich in dich selbst hineinfallen lässt. Stell dir einmal vor, dass du auf irgendeiner Bewusstseinsebene ins Bodenlose fällst. Ganz so, als wenn dein Körper jetzt ganz weit treibt in die Tiefe. Du lässt dich in diesem Moment einfach in dich selbst hineinfallen und stellst dir vor, wie all die Sorgen, all die Dinge, die dich in dem Hier und Jetzt bis gerade eben beschäftigt haben, dass die von dir abfallen, dass sie von dir abbröckeln und du fällst, sinkst noch tiefer. Und verlierst bei jedem Zentimeter, den du fällst, all die Sorgen, all die Dinge, die dich heute angestrengt haben, die irgendwie an dir gezerrt haben. Lass all die Dinge los und falle. Und vielleicht fühlt sich dieses Wort fallen jetzt gerade etwas komisch an. Dann stell dir vor, dass du nicht fällst, sondern dass du jetzt in diesem Moment deine Arme ausbreitest, um zu fliegen. Vielleicht ist der Unterschied zwischen Fallen und Fliegen nur eine Absicht. Vielleicht hast du schon einmal einen Vogel beobachtet, der einfach so mit ausgebreiteten Flügeln sich vollkommen dem Wind überlassen hat. Und wiederum diejenigen, die immer und immer wieder ihre Flügel geschlagen haben. Und ganz gleich, welcher Vogel du jetzt sein möchtest, du übergibst jetzt hier in diesem Moment dich diesem Medium des Sinkens, Gleitens, Fliegens. Und du übergibst dich diesem bodenlosen Raum und atmest ganz tief in dich hinein.
Du sinkst immer tiefer, tiefer, tiefer. Und bist du bewusst, dass du irgendwann ankommen wirst. Dass du irgendwann wieder den Boden berühren wirst. Aber nicht jetzt. Denn jetzt in diesem Moment lässt du dich weiterhin noch etwas mehr sinken. Vielleicht spürst du, wie dein Körper sich immer mehr auflöst, dass du immer leichter wirst, dass all die Gedanken Stück für Stück von dir ziehen, dass sich dein komplettes Sein etwas erweitert, dass die Struktur ganz allmählich bröckelt und darunter einen rohen Kern, dein wahres Ich, freilegt. Und vielleicht möchtest du dir vorstellen, dass diese kleinen Teilchen von dir, die jetzt gerade anfangen zu bröckeln, dass diese weiterhin von dir abfliegen und dass darunter ein zart leuchtender Kern sich befindet. Sehe, wie durch die Risse dieses Leuchten hindurch scheint, währenddessen du weiter nach unten sinkst, in das Bodenlose. Du atmest tief, du atmest und mit jedem Atemzug bröckelt noch etwas mehr die Fassade und löst sich von deinem Körper. Und darunter wird immer mehr sichtbar, wer du wirklich bist. Dieses kleine Leuchten ganz tief in dir drin. Vielleicht kannst du dieses Ruhe, dieses Einzigartige, irgendwo tief in dir jetzt ganz intensiv spüren. Vielleicht spürst du eine ganz zarte Hitze in deinem Körper. Und ich lade dich ein, dass du ganz tief hineinatmest in deinen Kern. Dass du dieses Leuchten noch weiter stärkst, indem du ganz tief in dich hineinatmest. Mit jedem Atemzug lässt du diesen Kern noch etwas größer werden. Du atmest ganz tief nach vorn, nach hinten, zu den Seiten, nach oben und nach unten gleichzeitig. Und mit jedem Atemzug wirst du etwas größer und sprengst noch mehr die Fassade, den äußeren Kern. Und vielleicht schaffst du es heute nicht, all die kleinen Teilchen um dich herum zu lösen. Und das ist vollkommen okay. Vielleicht schaffst du es aber, darunter zu blicken, dich zu sehen. Und vielleicht kannst du jetzt in diesem Moment sehen, was du heute am meisten brauchst, um hier deine Aufmerksamkeit hinzulenken, für dich selbst zu sorgen und zu spüren, was dein persönlicher Weg ist, um dein Leuchten noch mehr, jeden Tag mehr, nach außen zu bringen. Nimm einen ganz tiefen Atemzug und du sinkst noch etwas mehr. Allmählich spürst du, dass du etwas langsamer geworden bist beim Sinken. Vielleicht
vergleichbar, als wenn du durch Wasser sinkst. Und in einem Moment wirst du landen und ankommen. In dir selbst und in diesem Moment im Hier und Jetzt. Und du sinkst, sinkst, sinkst. Und spürst, wie allmählich dein Körper wieder auf der Matte ankommt. Jetzt. Du spürst, wie ganz langsam die Schwerkraft wieder einsetzt. Du spürst, wie ganz langsam deine Kleidung wieder auf deine Haut ankommt. Du spürst deine Füße, deine Beine, deinen gesamten Unterleib, deinen Oberkörper, Arme, Hände, dein Hals, Kopf und dich im Gesamten. Spüre dich und beginne ganz langsam zu atmen. Versuche ganz tief zu atmen und dich in alle Himmelsrichtungen auszubreiten. Und mit jedem Atemzug kommst du etwas mehr und mehr und mehr in diesem Moment an. Spürst, wie du vollkommen geerdet bist hier in diesem Moment, in diesem Raum. Du spürst den Raum um dich herum. Spürst die Möbel. Spürst die Atmosphäre. Spürst all das, was dich umgibt. Und du spürst dich. Und über dieses Spüren kommst du Stück für Stück in deiner Geschwindigkeit wieder zurück. Und wenn du soweit bist, öffnest du deine Augen. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, es geht dir so gut und die Meditation hat dir gefallen und du konntest für einen Moment einfach nur abschalten und bei dir ankommen. Ich freue mich riesig, wenn du mir kurz erzählst, was die Meditation mit dir gemacht hat und wie sie dir gefallen hat. Wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, lasse mir gerne in deiner Podcast-App eine ehrliche Bewertung da und ein paar Sterne, denn diese Sterne, die bringen mich tatsächlich weiter im Ranking und in der Sichtbarkeit unter all den anderen wundervollen Podcasts. Wenn deine Podcast-App das nicht hergibt, dann schau gerne in die Shownotes. Hier gibt es einen Link, den du benutzen kannst, der dich zu meinem Google-Account führt und wo du auch mir deine Gedanken und Sternchen dalassen kannst. Ich danke dir von Herzen, dass du ein Teil vom Bewegungskind bist und freue mich jetzt schon, von dir zu hören und zu lesen. Und bis dahin denke immer daran, du bist es in deinem Leben wert, glücklich und gesund zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.